Als Filmemacher hatte man früher das Problem, seine Geschichten auch einem großen Publikum zu zeigen. Als erstes braucht man eine knaller Idee, das ist klar. Weihnachtsfeier im Puff. Und was immer geht, sind Katzen, Brüste, Explosionen. Sowas will jeder sehen. Also haben wir uns gedacht, wir kombinieren das Ganze. Große Emotionen, Ästhetik, Action, alles in einem. Wo ist denn jetzt die Katze? Den Film dann einfach so zu einem Fernsehsender zu bringen, ist dann aber auch nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also haben wir uns überlegt, bringen wir die Filme doch einfach direkt zu den Menschen. Da, wo das Leben passiert, die Brennplätze des öffentlichen Lebens. Und das hat auch schon was gebracht. Einmal haben sich 5 Leute gleichzeitig unseren Film angeguckt. Die haben auf den Bus gewartet. Ja. Und dann kam das Internet. Soziale Netzwerke, Pornos, Videoportale. Das war ein guter Tag für uns Filmer. Und von da an ging es ab. Kurzfilmwettbewerbe, deren Sponsoren die Teilnehmer für kostenlose Werbung missbrauchen. Teilnehmer der Kurzfilmwettbewerbe, die das für Eigenwerbung nutzen. Teilen, liken, Klicks, Klicks, Klicks. Guck mal, schon wieder 5 mehr. Yeah. Ein Millionenpublikum. Ohne Internet bekämen unsere Filme nicht die Aufmerksamkeit, die sie auch wirklich verdient haben. Früher kannte uns niemand, heute kennt uns die ganze Welt. Wir sind Open Door Arts. Wir sind Filmemacher.